Ja, jetzt bedanke ich mich erstmal, dass du hier bist und dass wir hier zusammen sitzen und wir die Zeit gefunden haben, in Lindau zusammen ein Video zu drehen. Genau. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung. Prima. Ja. Und wie ich jedem die Frage stelle, stelle ich dir auch die Frage, was macht TA für dich attraktiv? Für mich macht TA attraktiv der humanistische Hintergrund, also diese Grundhaltung. Mhm. Und als zweites, als ich startete 1978, was ich für mich beibehalten habe, die Freiheit. Mhm. Also ich empfand damals die Transaktionsanalyse als die freieste Form, etwas zu entwickeln. Mhm. Bei den anderen Schulen damals war alles so etwas dogmatisch und ich empfand das als völlig offen. Mhm. Mein damaliger Ausbilder Rüdiger Rogol, der sagte, TA ist so viel von so viel, also geht und guckt euch um. Mhm. Und dockt aneinander an, ne? An den verschiedensten Psychologien vielleicht auch und so. Und dass man eben verschieden denken kann und halt sein Denken oder auch jetzt, wenn es um Modelle geht, die Abstraktion nicht zum Dogma macht. Mhm. Mhm. Das finde ich das Attraktive. Ja. Jetzt hast du ja viele eigene Modelle auch entwickelt oder Modelle weiterentwickelt. Wir haben jetzt mal gesagt, wir nehmen ein Modell von dir und lassen dir den Raum und die Freiheit, dass du das vorstellst jetzt. Ja, genau. Ja gut, ich habe mir im Laufe der Jahre, eigentlich über 20, 30 Jahre fast, damit mich beschäftigt mit dem Situationskreis von Ture von Uexküll. Mhm. Also wo er beschreibt, wie ein Organismus in der Welt handelt. Okay, und in der Transaktionsanalyse gibt es ja diese Abwertungstabelle von den Schiffs, bei denen ich auch selber in Ausbildung war. Und die Abwertungstabelle ist auch interessant, weil sie eben eine Abfolge von Handlungen oder Interventionen beschreibt, hat aber leider einen logischen Fehler drin, sodass sie eigentlich wenig benutzt wird. Oder immer wieder oder abgewandelt wird, ne? Ja, ja. Oder halt nur ein Ausschnitt. Ja, genau. Und, und dann hatte ich eine Gruppe von Führungskräften und die sagten am Ende des Seminars, sie könnten mit mir wahrscheinlich nicht weitermachen. Okay. Und war ich überrascht und habe die gefragt, wie das kommt. Und wir fanden dann heraus, dass ich ein völlig anderes Herangehen hatte an ein Thema als sie. Mhm, okay. Und sie haben sich entschieden, mit mir weiterzumachen. Ah ja, also du hast überzeugt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich denen nächstes Mal das irgendwie logisch erklären können, was bei mir anders ist als bei ihnen. Mhm. Und habe dann vom Herbst 2010 oder 11 war das, bis im Frühjahr, wo ich das nächste Seminar hatte, mich dahinter geklemmt und habe gedacht, so, jetzt mache ich das fertig und habe die Handlungskaskade aufgestellt. Mhm. Und die dockt natürlich an diesen Situationskreis an und an die Abwertungstabelle und hat die Schritte, dass wenn irgendetwas auftaucht, also wir nehmen irgendeine Irritation wahr, dass wir dann innehalten und die Wahrnehmung aufmachen, dann wahrnehmen, dann über das Wahrnehmen des Denkens startet, mit Einschätzen, schließlich, dass man sich entscheidet, was man tut, also handeln. Ja. Und wenn man dann handelt, überprüft, ob das herauskommt, was man sich vorgestellt hat. Okay, ja. Also wirklich als Zwischenschritte sozusagen zwischen Problem oder Fähigkeit oder so, das dazwischen zu packen in der Logik der Abwertungstabelle. Genau. Und was ich habe auch mal das überschrieben vom Verhalten zum Handeln. Also was mir auch klar wurde, ist der Unterschied zwischen Handeln und Verhalten ist. Also Verhalten beschreiben wir, dass Menschen sich so oder so verhalten. Mhm. Und Handeln ist aber ja das Selbstgesteuerte. Bewusst, ja. Und es ging ja auch in der Transaktionsanalyse, egal welcher Richtung, darum, dass Menschen ja aussteigen können aus Zwangsmustern. Und der Unterschied ist halt, wenn jemand im Zwangmuster ist oder Skriptmuster, dann verhält er sich und sagt, dass ich kann nicht anders als, oder es ist mir passiert. Mhm. Und das ist meistens eben, wenn ein Stimulus kommt, dass der abgewertet wird
und nicht innegehalten wird und geguckt, was ist jetzt los. Ja. Und das kann man eben sehen, wenn Menschen gut drauf sind, dann laufen sie sozusagen teilweise unbewusst gut oder wenn Irritationen auftreten, dass sie dann wirklich innehalten und gucken, was ist jetzt und dann auch in Sekundenschnelle Entscheidungen treffen. Und diese Abfolge ist halt innehalten, wahrnehmen, einschätzen, handeln, überprüfen. Und würdest du sagen, das ist normalerweise auch ein natürlicher Mechanismus, den wir aber halt unter Stress oder wenn wir im Skript sind, nicht nutzen? Oder genau. Warum nutzen wir den ja. nicht? Ja. Als ich die Handlungskaskade hatte, hatte ich im Radio ein Interview gehört mit einem sehr berühmten Journalisten. Und der wurde befragt, was er wichtig findet an Journalismus. Dann hat er gesagt, als erstes hingucken, 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 recherchieren, recherchieren, recherchieren. Dann eben zu einer Einschätzung kommen und dann das veröffentlichen. Und dann im Kontakt sein mit dem, was kommt. Ja. Dachte ich. Na, genau völlig, so. Na, es ist eigentlich das Natürliche, wenn wir handeln. Wenn wir eben nicht handeln, sondern uns einfach verhalten, im Muster sind, dann machen wir das nicht. Reaktiv, ne, ist es ja. dann eher. Dann ist eben nicht ja. zwischen dem Stimulus und der Antwort die eigene Wahrnehmung und Interpretation mit Entscheidung, ja. sondern das ist ja, wie sie auf den Knopf gedrückt, kommt eine alte Problemlösungsstrategie. Ja, ja. Und wir nützen nicht das ganze Denken, was eigentlich möglich wäre und da genau. wäre. Ja. Also das ganze Fühlen, Denken ja. nutzen wir dann. Und eben meine Klienten, das ist mir dann aufgefallen, dass das häufigst gebrauchste Modell ist von meinen Klienten. Das ist spannend, die ja. sagen teilweise, so Führungskräfte, ich habe das in der Schublade und wenn dann ein Problem okay. auftaucht, ziehe ich die Schublade auf und halt inne und gehe dann erstmal durch. Okay, super. Ja. Ja, prima. Und das Wichtige war halt für mich, das auch in der Formulierung habe ich mir viel überlegt, wie ich die einzelnen Schritte bezeichne, weil das sehr entscheidend ist in der Theoriebildung, was nehme ich für Worte, damit die nicht belastet sind oder in einer bestimmten Richtung triggern. Wenn die schon belegt sind, dann ja. auch, ja. Prima, vielen Dank.